Thomas Bach macht schnell, Thomas Bach macht's gut. Milos Vujovic mit seinem zweiten Treffer in dieser Saison zum VfL Gummersbach gekommen. Der Montenegriner kam von den Füchsen Berlin. Jepson. Selbe Situation wie auf der anderen Seite und wunderschön per Dreher vollendet. Wollen sie sortieren, wollen es zu Ende spielen. Da sehen wir nochmal den Pass von Jepson auf Firnhaber. Der dann und den lenkt Rebmann auch noch an den Pfosten. Über 50% hat der Mann. Da spielen sie den Kämpfer. Stark verwandelt, Julian Köster und keine Chance für Bertram Rubling. Gleicht aber aus. Wie ist es jetzt? Metzner versucht sich durchzusetzen. Parade Rebmann. Und Doppelparade. Rebmann innerhalb von sich. Wahrscheinlich gut 40 cm Größenunterschied. Zeitspiel droht. Schöne Passfinte. Und während Thomas sich eigentlich so ein bisschen verbrennt. 4 Tore aus 5 Versuchen. Und da hat Köster Glück, dass es da nochmal einen Abnehmer gab. Und was war das bitte? Ein Tor von Georgi Chavrubatze, dem Georgier. Für Obling. Jepson mit seinem 5. Treffer. Und da jagt ein starkes Tor von Gummersbach. Das nächste, Lukas Blome, macht da komplett im Alleingang. Gummersbach mit 48% erfolgreichen Angriffen. Da kommt jetzt noch ein paar Prozentkörner mit drauf. Milos Vujovic. Hat auch schon fast so Züge wie vom American Football, da wieder sein Gegenspieler annimmt. Das ist super gespielt. Ganz, ganz, ganz schneller Pass. Ja, kann man nur noch dazu, einmal pro forma das Bein hochzustrecken und das Beste zu hoffen. Ah, glücklich, dass Gummersbach da im Ballbesitz bleibt. Und schönes Tor. Und da ist er wieder. Also, Meyerhoff hat davor gewarnt, wenn der VfL Gummersbach. Natürlich, das Glück ist mit den Tüchtigen, dass er dann auch noch reingeht. 33 zu 28.